Seht ihr das? Genau, das ist leer. Und da sollte normalerweise Dünger drin sein, und zwar Brennnesseljauche. Und genau die werden wir heute machen. Völlig unkompliziert, einfach, kosten tut es auch nichts. Brennnessel findet ihr überall. Wie funktioniert es? Ihr braucht Brennnessel, möglichst welche, die noch nicht geblüht haben. Die schneidet ihr klein, gebt das in ein Gefäß, füllt mit Regenwasser auf, stellt das in die Sonne für 3 Wochen, hin und wieder umrühren. Wenn keine Gärbläschen mehr kommen, ist die Jauche fertig. Gegen den aufkommenden Geruch könnt ihr noch Urgesteinsmehl nehmen. Das bindet das Ammoniak und ihr habt den perfekten Gartendünger. Und jetzt gehen wir es an. So, unsere Brennnessel haben wir gesammelt. Und wir zeigen euch die unkompliziert Variante. Das ist einfach rein mit dem Zeug und dem Kübel. Wer möchte, kann die langen Stängel halbieren. Geht auch. Wir sparen uns das. Füllen den Kübel ca. 3/4 voll. Füllen das Ganze mit Regenwasser auf. Und lassen das 2 bis 3 Wochen an einem sonnigen Ort stehen. Wenn der Gärvorgang abgeschlossen ist, bleiben nur mehr die reinen Stängel über. Und die kann man als Ganzes herausnehmen und auf den Kompost geben. Und fertig ist der perfekte Gartendünger. Und weil wir nicht 3 Wochen Zeit haben, schauen wir einfach in die Zukunft. Im Fernsehen geht das ja. So, unsere Jauche hat jetzt 2 Wochen Zeit gehabt zu gären. Wir werden sie heute umfüllen und ihr braucht dazu dichte Handschuhe, ein Gefäß zum Abschöpfen. Und so schaut das aus nach 2 Wochen. Es ist nicht alles vergoren. Das feste Material, das übrig gebliebene, werden wir auf den Kompost geben. Und jetzt können wir abschöpfen. So, wir haben jetzt 30 Liter umgefüllt. Der Rest, der keinen Platz hatte, bleibt im Gärfass als Starterkultur für die nächste. Verschluss zu, das ist unbegrenzt haltbar. Es empfiehlt sich allerdings, dass man das Gefäß abspült. Es stinkt doch sehr. So, ihr wisst nun, wie ihr Brennnesseljauche herstellen könnt. Das ist unser Kübel, mit dem reichen wir wieder, je nach Verwendung, 1 bis 2 Monate. Wenn wir düngen, verdünnen wir die Jauche 1 zu 10, das heißt 1 Liter Jauche auf ca. 10 Liter Regenwasser. Diesen Dünger könnt ihr allen Starkzehrern geben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alle Pflanzen damit gut zurechtkommen, und wir düngen alle 2 bis 3 Wochen oder nach einem starken Regenguss, außer bei Jungpflanzen, da müsst ihr aufpassen, aber alle erwachsenen Pflanzen vertragen das perfekt. Zum Schluss sollt ihr nicht vergessen, das Werkzeug zu reinigen, denn der Geruch der Brennnesseljauche bleibt lang an euren Händen haften.